So, kurz und knapp. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich überlasse die Bühne wieder dir. Sehr gut. Ja. Und Sie sehen schon, jetzt darf ich auch unsere ersten Speaker begrüßen. Es wird immer so ablaufen, dass wir drei Vorträge haben und danach gibt es dann eine Podiumsdiskussion. Das heißt, sparen Sie sich bitte Ihre Fragen da gerne auf, dann können wir die dann auch live Ihnen stellen. Im ersten Vortrag vom Dr. Marco Götz und dem Dr. Christoph Duvenbeck geht es darum, wie man ein vom Autorensystem der AFA, wie man es kennt, ins CAFM kommt. Ich stelle noch kurz die Kollegen kurz vor. Ich glaube, sie sind eigentlich bekannt in der Branche. Dr. Marco Götz war an der TU Dresden tätig, hat Bauingenieurwesen studiert und ist in dieser Branche schon sehr lange tätig. Noch nicht ganz so lange wie der Herr Christoph Duvenbeck, mittlerweile 25 Jahre in der Branche, hat auch ein tolles Buch geschrieben, was ich immer noch nicht ganz fertig gelesen habe, aber muss ich ehrlich sagen, aber es hat mich gleich am Anfang gepackt und vor allem endlich mal jemand, der sich damit wirklich beschäftigt, sehr, sehr eindringlich. In dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Vortrag und bitte schon mal die Fragen mitschreiben für später. Das nehme ich. Achso, das ist Ihr Handy, schauen Sie. Ja, schau, was du meinst. Man kann nicht genug Handys gebrauchen, oder? Ja. Okay. Warten noch ein wenig. Ich bedanke mich schon mal beim Herrn Nagel für die einleitenden Worte und ich bin großer Fan von dieser Disk, die Sie da gerade gezeigt haben, wo man einstellen kann, Level of Geometry und welche Klassifizierung man verwenden möchte. Das ist großartig, weil das ist genau das, wo wir hinwollen. Und wir können einen kleinen Beitrag da leisten auf Ihrer Disk, eine Einstellung sozusagen, die Sie da vorgeführt haben. Ja, unser Thema ist vom Autorensystem über das AFA ins CAFM, weil die Idee ist, warum soll ich jetzt alles einzeln betrachten, wenn ich doch da den Bogen spannen kann über Planen, Bauen und Betreiben. Und wir als REB IMS stehen eben für den Immobilienlebenszyklus, für Planen, Bauen, Betreiben. Und REB IMS wiederum ist Teil der REB Teil von Schneider Electric. Das heißt, wir sind wirklich ein Konzern mit sehr vielen Produkten. Und es gibt einen zwingenden Grund, die Dinge zusammenzuführen, weil ein Großteil unseres Geschäfts nicht innerhalb der Gruppe generiert wird, nicht innerhalb der Plattform, sondern wir sind einfach gezwungen, auch an Ausschreibungen, ich sag's mal so, wie es ist, teilzunehmen und müssen eben den Bogen wirklich von Planen, Bauen übers Betreiben spannen und sehr früh bereits in den Prozess uns mit einbringen, damit es erfolgreich wird. Marco, wolltest du ein paar Worte sagen zur DBD BIM? Das mache ich gern. Herzlich willkommen auch von mir. Die Dr. Schiller & Partner GmbH ist das Unternehmen, für das ich als Vertriebsleiter tätig bin. Wir stehen für Content und Software für das Bauwesen. Das heißt, seit 30 Jahren machen wir mit der Technologie dynamische Baudaten, Daten, die Sie für ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete nutzen können, Elemente, die jetzt im Kontext von BIM natürlich ganz spannend sind, aber eigentlich schon immer aus dem Thema der Kostenplanung verwendet werden, das Thema Baukalkulation und auch das Thema Baukosten für Bauleistungen. Dabei decken wir eine ganze Breite von Baudaten ab, das heißt für den Hochbau, die technische Gebäudeausstattung, den Tief- und Straßenbau. Besonders spannend ist, dass wir unsere Produkte, die Datenprodukte, über Schnittstellen an Partnerapplikationen zur Verfügung stellen und auf diesem Weg eigentlich ein sehr, sehr großes Partnernetzwerk haben, die alle mit unseren Daten arbeiten und die REB ist einer von diesen Partnern. Ja, ich habe Ihnen hier mal ein Bildchen von der GEFMA mitgebracht, also unserem Dachverband. Diese Folie ist wirklich sehr gut geeignet, mal den Gesamtzusammenhang darzustellen, weil Sie sehen auf der linken Seite das PIM, das Project Information Modell, da sind wir wirklich noch in der Bauphase, während wir auf der rechten Seite im Asset Information Modell uns befinden. Dort ist das CAFM angesiedelt, SAP, ERP-Systeme im Allgemeinen, aber auch die IoT-Cloud, Sensorik, das, was dann am Ende auch unseren digitalen Zwilling ausmacht,
gemacht, eben 3D-Gebäudemodell, aber auch dann mit dem IoT dabei, Einbeziehung sensorischer Informationen. Und die Kunst ist es jetzt, den Übergang zu schaffen in die Welt des Bauprojektmanagements, also das eine Bauprojekt zu überführen in die Welt des Asset Managements, wo im CAFM-System ja durchaus mehr als ein Gebäude hinterlegt ist. Es ist eine Vielzahl an Gebäuden, die wir in unserem Software-System aufnehmen, ein ganzes Portfolio, was wir managen. Schnell kommen da 500 Gebäude zusammen, 1 Million Quadratmeter Bruttogrundfläche. Und wie kommen wir da hin? Also alle Versuche, die Daten im CFM mitzudenken, also die Daten bereits in der Planung CFM-scharf anzulegen, scheitern deshalb, weil das mit Arbeit verbunden ist, weil der Aufwand einfach sehr hoch ist und wir brauchen deshalb Wege, um eben Dinge, die ohnehin anstehen, die einen höheren Benefit haben, um die eben vorzuziehen, aber mit dem Hintergrund, mit dem Ziel im Hintergrund, darüber dann den Weg ins CFM zu bereiten. So ein Thema ist dann eben das Thema AFA, die Kostenschätzung in der Bauphase, die zwingend erforderlich ist. Man muss eben wissen, was kostet mich das Gebäude? Und deswegen drängt sich dieser Weg vom Autorensystem, vom Revit, vom Archicad ins AFA, der drängt sich da geradezu auf. Hier noch die nächste Folie, verdeutlicht das auch hier nochmal. Über die Anwendungsfälle können wir uns dem Ganzen nähern, weil darum geht es nämlich auch, da in den AIA Anwendungsfälle zu konkretisieren. Und einer dieser Anwendungsfälle ist der Anwendungsfall 10, eben die Kostenschätzung. Der Anwendungsfall 11, die Leistungsverzeichnisse für Ausschreibung und Vergabe. Und indem wir diese Anwendungsfälle bedienen, sind wir zwangsläufig auch bei der Nutzung und der Betriebsphase mit den richtigen Daten mit dabei. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was denn da genau an Daten anfällt über DBDBIM. Genau, diese Daten, DBDBIM, das ist unser Produkt, das sind dynamische BIM-Daten. Und ich habe das mal hier durch das Puzzleteil dargestellt. Das Puzzleteil soll Ihnen zeigen, dass wir dort diese Daten eben über verschiedene Schnittstellen an Partnersoftware übergeben. Aber entscheidend ist eigentlich, dass es zwei Wege gibt, um zu einem Element zu kommen. Das eine ist die dynamische Konfiguration. Das heißt, Sie können ganz individuell für Ihr Projekt festlegen, was ist relevant, welche Eigenschaften hat es. Wir sind also, um nochmal auf die Kombinatorik von Herrn Nagel zu sprechen zu kommen, hier in einem Konfigurationsmodus, der eigentlich genau auch dieses Problem adressiert, dass man eben nicht alles auskombinieren kann, weil es eben einfach in der Kombinatorik explodiert. Und der zweite Weg ist, dass man über Vorlagen, das heißt verschiedene Vorlagen, die sich aus Vorgaben der öffentlichen Hand, TGA-Co sei genannt, ergeben, aber eben auch Hersteller. Das sind also zwei Wege, um zu einem Element zu kommen. Und die Technologie dynamische Baudaten ermöglicht es jetzt, dass auf Basis dieser Informationen ganz viel berechnet wird. Es werden zum einen standardisierte Merkmale berechnet. Das ist zum einen nutzbar für das Thema Informationslieferung, aber auch Informationsbestellung. Das Thema Baukosten ist das, was uns seit 30 Jahren, seit der Firmengründung umtreibt. Das ist unser Hauptthema. Und damit einhergehend aber auch die VOB-gerechte Ausschreibung. Das sind also Themen, die wir ganz aktiv adressieren. Für den heutigen Vortrag ist das Thema der Klassifikation ganz interessant, weil diese Eigenschaften, die wir in der Konfiguration festlegen, natürlich auch dafür genutzt werden können, um verschiedene Klassifikationssysteme zu identifizieren. CFM Connect, AMEF, Arbeitskarten, Dienst 76 im Rahmen der Kostenschätzung, noch weitere stehen jetzt hier an dieser Stelle genannt, Omniclass, Uniclass, das sind alles Informationen, die dynamisch berechnet werden anhand dieser Eigenschaften. Und ich sagte ja bereits, dass diese Daten, die sind nicht alleine irgendwo, sondern die sind in ein großes Partnernetzwerk integriert. Wir haben 24 API-Partner, die unser Produkt integriert haben, wo alle überall auf diese gleiche Datenplattform zugegriffen werden kann. Das sind Autorensysteme, die ich hier aufgetragen habe. Archicad Revit ist schon genannt, aber auch Infrastruktur, Civil 3D, das Spirit und EliteCAD sind hier beispielhaft genannt. Im AFA-Bereich, das ist ja so der große Vortragstitel, den wir uns hier gegeben haben, sind alle relevanten AFA-Systeme in der Lage, mit unseren Daten zu arbeiten.
arbeiten. Für das in FM-Bereich habe ich hier das REB FM als großen und wichtigen Partner an der Stelle aufgetragen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese Daten auf Basis der IFC-Datei zu transportieren, aber es geht im Wesentlichen um die Daten, die hier zu einzelnen Bauteilen definiert werden. Und das Ganze möchte ich etwas illustrieren. Ich möchte es illustrieren am Beispiel vom Revit-Plugin. Das heißt, ich habe hier ein TGA-Modell, das ist eine Brandschutzklappe und der Konfigurator sieht an dieser Stelle so aus, dass man einfach mit einem Frage- und Antwortspiel, man könnte auch sagen Merkmal und Ausprägung, ganz genau definiert, was ist es für ein Bauteil, in diesem Fall eine Brandschutzklappe, wo ist sie eingebaut, welche Anforderungen hat sie, aus welchem Material besteht sie. Das Ganze basiert auf den DIN-Normen, das heißt, oben rechts sieht man schon das DIN-Fähnchen. Wir sind hier mit der DIN-BIM-Cloud verbunden, das heißt, die DIN-BIM-Cloud ist ja die standardisierte Basis für all diese Merkmale und Ausprägungen, die Sie hier sehen. Und das Ganze ist dann die Grundlage für die Berechnung von Baukosten und Leistung. Die brauchen wir für Ausschreibung, Anwendungsfall Kostenplanung und auch Anwendungsfall Ausschreibung. Und das zweite Thema, was heute hier im Fokus steht, ist das Thema Klassifikation. Ich habe hier mal grün markiert, diese beiden Systeme, die hier dargestellt sind. Das ist ein Nummerncode. Das sieht erstmal wenig spektakulär aus. Aber in der Anwendung, was ich mit diesen Daten machen kann, ist es ganz spannend, weil das wird Ihnen jetzt der Herr Duvenbeck erklären, weil da kommt der tatsächliche Vorteil von einer Bemusterung der CAD zum Tragen. Wir haben übrigens noch 5 Minuten. Naja, okay, gut, dann fassen wir uns kurz. Wir sind auch beim wichtigsten Thema jetzt, nämlich dem eigentlichen BIM-Mapping. Also, wenn wir ins CFM wollen und die wichtigen Merkmale mit übernehmen möchten, dann müssen wir einmal die Brücke schlagen zwischen dem BIM-Modell, den IFC-Klassen und deren Merkmalen und unseren CFM-Klassen und unseren Attributen. Und das machen wir eben über so ein Mapping-Tool. Hier auf der linken Seite in grün eingefärbt sehen Sie unsere Attribute der CFM-Klasse, im konkreten Fall die Brandschutzklappe. Rechts daneben die Merkmale aus der IFC-Klasse, die eben so heißen, wie es in den P-Sets der Autorensysteme definiert ist. Und Sie erkennen hier, dass mit dem Aufsatz DBD-BIM gearbeitet wurde, wie es der Präfix hier verheißt, DBD-BIM. Und diese Merkmale werden einfach per Drag and Drop jetzt hier verheiratet. Und wenn dieses Konstrukt einmal steht, ich kann auch Umwandlungen machen, Zahlenfelder in Textfelder und umgekehrt, ich kann Berechnungen durchführen, Umformatierung von Textstrings. Das ist das eine. Aber die wichtige Botschaft hier an dieser Stelle ist, dass ich eben einen Key, einen eindeutigen Key, hier in meinem Beispiel der CFM Connect Key, dass ich den für die Filterung verwende. Weil mein Problem ist, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass jeder die richtige IFC-Klasse verwendet. Das hängt auch vom Autorensystem ab. Die einen machen es brav, also vorbildlich ist hier Revit und Archicad, aber nicht alle halten das so konsequent durch. Und wenn die Werkzeuge es können, heißt das noch lange nicht, dass auch der Mitarbeiter die Möglichkeiten des Werkzeugs da immer vernünftig nutzt. So, und hier eben die Möglichkeit, einen solchen Key zu verwenden als Filter. Und dann ist es mir gleich, ob eine Platzhalterklasse verwendet wurde, wie IFC Building Element Proxy, oder eben überhaupt nicht zugeordnet wurde. Ich suche einfach nach diesem eindeutigen Kriterium und finde so alle Brandschutzklappen in meinem System und kann die dann einmalig mappen. Also wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass das Mapping eben klassenweise passiert. Also ich mache das nicht für jedes einzelne Objekt, sondern für alle Objekte einer Klasse, für alle 1000 Brandschutzklappen. Ich kann die Klassen auch allgemein fassen, um eben nicht nach Bauarten zu unterscheiden, um mir da Arbeit zu sparen. So, und wenn dieses Konstrukt einmal steht, ja, dann kann ich damit in Serie gehen. Ich speichere das, importiere es und habe dann ein schönes Ergebnis, wie man hier sieht. Da geht einem so ein bisschen das Herz auf, weil BIM 3D im CFM zu sehen, das hat man noch nicht allzu häufig. Und das Schöne ist, dass ich da wirklich Alphanumerik und 3D-BIM zusammenbringen kann. Ich kann mir die Brandschutzklappe dann anschauen, kann ein Detailfenster aufrufen, um den Einsprung in unsere CFM-Prozesse auch zu bewerkstelligen, kann ein Anlagendatenblatt aufrufen, sehe die Brandschutzklappe, sehe, wie sie da hier im System verortet ist und ich kann einspringen in die Arbeitskarten nach AMEF, auch das ist ja ein Key, den ihr
ihr da im DBD-BIM höflicherweise, muss man sagen, hinterlegt, weil ihr könntet auch sagen, komm, uns reicht es, unseren DBD-BIM-Key da zu haben. Aber nein, das macht ihr nicht und deswegen bin ich auch wirklich Fan von eurer Lösung, weil ihr da, naja, im Dienst der Menschheit sozusagen oder der CFM-Branche da wirklich AMF-Key, CFM-Connect-Key, Omni-Class, Uni-Class, alle möglichen Codes, die relevant sind, damit aufführt. Das geht natürlich nur so lange, wie die Dinge auch gleich sind, wie man es da ineinander abbilden kann. Das liegt in der Natur der Sache. Aber zum Glück haben sich sehr viele Klassifizierungsverfahren ähnlich entwickelt, alle hierarchisch aufgebaut, die Merkmale vergleichbar. Hier AMEF. Und diese Arbeitskarte ist sehr wichtig für uns, für die CFM-Branche, weil dort eben auch Intervalle hinterlegt sind. Sie sehen hier die Fristen. Alle 12 Monate muss ich bestimmte Tätigkeiten durchführen. Und diese konkreten Tätigkeiten lassen sich jetzt mit einem Handstreich, indem ich einfach die Leistungskennziffer, also diesen Key 6300 mit dem 400, mit der Kostengruppe 430 dazu. Das ist der Key und damit springe ich ein und kann die ganzen Tätigkeiten übernehmen. Und so sieht es dann hier im CFM aus. Dort habe ich dann die Liste. Kein Mensch bearbeitet diese Liste hier in unserem System. Natürlich läuft der Prozess dann über mobile Apps. Der Techniker draußen arbeitet nur mit der App. Der hat dann diese Liste, steht vor der Brandschutzklappe, scannt den QR-Code, der dort aufgebracht ist und arbeitet diese Liste ab. Der muss von dem ganzen Prozess im Hintergrund gar nichts mitbekommen. Der Prozess ist dann eben durchgängig, dank des Keys, der ursprünglich im IFC hinterlegt wurde, den wir dann übernehmen. Das ist jetzt hier ein Beispiel nach der VDMA. Ich will da auch die VDMA an der Stelle gern hofieren, weil wir sehr viel mit VDMA-Katalogen arbeiten bei uns. AMEF ist das eine, VDMA das andere. Das geht natürlich dann analog über CFM Connect und über Regis. Eine Möglichkeit, eben alle Regelwerke über den CFM Connect Key anzusprechen. Was ist jetzt der Vorteil? Dadurch, dass ich den Einsprung ins BIM habe, ich kann erstmalig die Kleinteiligkeit abbilden. Diese vielen Steckdosen, kein Mensch wäre früher auf die Idee gekommen, eine einzelne Steckdose zu importieren. Da stehen Kosten und Nutzen in keinerlei Verhältnis. Aber wenn ich es geschenkt bekomme, wenn ich doch die Steckdose nur einmal benennen muss, nur einmal diese 3, 4 Parameter definieren muss, die ich da übernehmen möchte, ja, dann ist es ein Knopfdruck und ich habe die Daten im System und kann dann mit diesen Daten arbeiten. Und wenn ich nur wissen möchte, wie viele Steckdosen habe ich überhaupt. Aber es sind wirklich Kleinigkeiten. Das wiederum hier, das mit dem Pricing, das ist keine Kleinigkeit, das ist wirklich nochmal lobenswert, wirklich ein Highlight bei euch jetzt, dass ihr diese Kosteninformationen dahinter legt, weil das ist wirklich ein Schatz, weil wie sollten wir sonst an Kosten kommen, an diese Zahlen? Und dadurch, dass wir diesen DBD-BIM-Key ja hinterlegt haben, kann ich auch zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht 20 Jahre später, wenn etwas kaputt gegangen ist, wenn ich etwas ersetzen muss, kann ich zurückspringen in eure Cloud und kann mir dort dann die dann aktuellen Kosten holen und kann dann solche Zustandsbewertungen aufbauen, Dashboards erstellen im CFM-System und weiß, was es mich kostet, wenn ich Dach und Fach in Schuss halte, wenn ich das Dach neu decken muss, wenn ich Anlagen austauschen muss, die Kosten von euch und eben die Komponenten im CFM-System, so wird da eine vernünftige Lösung daraus. Und hier nochmal das Beispiel des Gewerks. Auch das ist ein Highlight für mich, dass ich eben den Blick auf die Anlage habe. Ich kann mir die Anlage geschossweise anschauen. Ich kann sie auch gebäudeübergreifend mir anschauen. Sehe, aus welchen Bauteilen diese Anlage besteht und kann dann am Ende grafische Einfärbung machen. Ich kann die Attribute, die Merkmale, die ich aus dem BIM übernommen habe, kann ich entsprechend auswerten und die dann farblich hier markieren. Zeigt mir alle Brandschutzklappen, die ich austauschen muss. Von mir aus auch zeigt mir, wo gerade die Dachluke offen steht, weil das Gewitter kommt. Ich möchte das automatisch schließen. Ach, da sind ohne Ende Anwendungsmöglichkeiten verborgen. Gut, hier nochmal ein Bild der Gesamtübersicht über das ganze Gebäude und das war's. Dankeschön. Ja. Ich wollte nicht so als Buhmann oder Buhfrau jetzt gerade werden und den Vortrag unterbrechen. Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag und die Informationen. So, ich, jemand, der halt eben technisch nicht so ganz affin ist, konnte das folgen.